Hallo, meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einem neuen Let's Play-Projekt. Wir spielen Edna bricht aus. Ich habe seit Ewigkeiten schon Bock auf dieses Spiel und jetzt spiele ich es auch endlich mal. Oh, ich wollte schon sagen, es hat sich aufgehangen oder wie? Hui. Alles klar, geht los. Dedelic präsentiert. Ein Spiel von Pokey. Jan Müller-Michaelis, Carsten Fichtelmann. Okay. Eliana Deal als Edna. Ach so. Ah. Finn Seliger macht die Musik. Okay. Olaf Kasper, Felix Engel, Jan Müller-Michaelis ist Programming. Kann ich das irgendwie überspringen? Nee, irgendwie nicht. Ha! Alles klar. Was ist los? Ach, nichts. Du-bidu-bidu-bidu-bidu. Edna bricht aus. Mal wieder ein Point-and-Click-Läu... Oh Gott, ich hoffe, ich habe gerade nicht übersteuert. Moment, ich mache mich mal ein bisschen leiser. Mal wieder ein Point-and-Click, Leute. Ja, es ist ja Ewigkeiten her, glaube ich. Ich glaube, das letzte war Deponia. Doomsday, so, meine Güte. Und ja, deswegen jetzt mal Edna bricht aus. Und wir haben die Entwicklerkommentare. Erstmal zu jeder Szene, glaube ich, ne? Huhu und herzlich willkommen zu den Audiokommentaren von Edna bricht aus. Mein Name ist Jan Müller-Michaelis, ihr dürft mich auch ruhig Poki nennen, so stehe ich zumindest auch in den Credits. Ja, wir starten das Spiel, und zwar in dieser Gummizelle, in der ihr euch gerade befindet. Ich wünsche euch jetzt schon mal viel Spaß, denn ihr werdet euch für die nächsten 30, 40 Minuten hier in dieser Zelle aufhalten. What? Das ist eine Game Design Entscheidung gewesen, die gleich zu Beginn des Spiels schon ziemlich fragwürdig zumindest war. Ich glaube, mein aktueller Head of Game Design, der Bade, mit dem ich sehr stark zusammenarbeite für aktuellere Titel, würde mich für diesen Geniestreich erwürgen. Denn gleich zu Beginn des Spiels hat man eigentlich keine sichtbaren Erfolge und Fortschritte. Also viel Spaß jetzt beim Spielen. Sucht euch vielleicht schon mal ein Walkthrough aus dem Internet. Die Idee, die dahinter steckte, war natürlich, dass man sich genauso gefangen fühlen sollte wie Edna. Ich glaube, das funktioniert auch einigermaßen. Ist schwierig zu beurteilen, aber ich dachte eigentlich, der Spieler weiß ja, dass man wahrscheinlich aus dieser Zelle irgendwie raus kann und dass das Spiel außerhalb dieser Zelle noch weitergeht und dass es da noch viele Sachen zu erkunden gibt und ja, entsprechend viel Spaß beim Rausrätseln. Ja. Alles klar, danke Poki. Gut, wir gucken uns erstmal die Polster an. Wir haben unten, wir haben diesmal nicht so diese Zahnräder oder so mit linker und rechter Maustaste, sondern hier unten die ganzen Sachen. Wir haben HW im Inventar, okay. Ansehen. Das ist mein alter Kumpel Harvey. Cool. Ansehen, Polster. Nicht schlecht, so ein Sofabezug an der Wand. So einen hätte ich gerne für meinen Balkon. Wirklich? Ob ich wohl einen Balkon hatte? Ich kann mich an nichts erinnern. Oh. Meine großzügigen Gastgeber haben mir immerhin einen ganzen Stuhl überantwortet. Das ist schon mal nett, oder nicht? Das ist eine Tür. Sie ist geschlossen. Was du nicht sagst. Ich hasse Gitter. Ey, das ist jetzt gemein. Okay, wir können aber auch mit allem reden. Das heißt, wir reden mal mit Harvey. Hallo? Hallo, Edna. Was gibt's? Wo sind wir hier? Keine Ahnung. Aber ich will hier raus. Ich auch. Es scheint eine Art Irrenhaus zu sein. Das kann sich doch nur um ein Missverständnis handeln.
Kann ich die Musik ändern? Optionen, Musik... Achso. Kann die Lautstärke der verschiedenen Teile nicht ändern, alles klar. Okay, aber wir können speichern immerhin und okay. Wer zum Teufel bist du? Und was? Und warum kannst du sprechen? Ich bin dein Kumpel Harvey. Eine Schande, dass du mich nicht wiedererkennst. Echt so? Ich helfe dir herauszukommen. Und deinem Gedächtnis auf die Sprünge. Okay, wie geht's dir, Harvey? Wie geht es dir, Harv? Harv. Mir ginge es besser, wenn wir hier endlich rauskämen. Ja, ich glaub mir auch. Ich schau mich dann mal um. Vielleicht finde ich ja einen Weg hier raus. Okay, wir können mit allem reden, Leute. Wirklich mit allem. Ach, warte, Moment. Wir haben uns das Stuhlbein noch nicht angeguckt. Ansehen. Stuhl. Wo ist es? Da. Potztausend. Abschraubbare Stuhlbeine. Ramschware aus dem Möbeldiscount. Ja. Du bist ein fauler Nichtsnutz-Stuhl. Oh, Edna, sei doch nicht so gemein. Ich habe dich gefunden, Stuhlbein. Jetzt bist du dran mit Suchen. Eins, zwei, drei. Mist, es hatte bereits das beste Versteck. Ja. Stehen bleiben, Tisch. Brav. Braver Tisch. Ich sag euch jetzt schon mal, Leute. Wir werden viel interagieren mit verschiedenen Gegenständen. Wir kriegen hier so viele Gegenstände. Und... Achso, man kann das locken, dass man drauf... Okay. Wir kriegen so viele Gegenstände und man kann jeden Gegenstand mit jedem benutzen, soweit ich das jetzt weiß. Und das könnte noch eine ganz schöne Weile dauern. Bist du eines von diesen Schallschluckpolstern? Ich nehme das als Ja. Ich weiß auch nicht, warum sich die Entwickler so viel Mühe gegeben haben, wirklich mit allem eine Interaktion zu machen. Hallo Tür, wie geht es dir heute? Bestens. Ich empfinde eine perfide Freude daran, dir den Weg zu versperren. Ich hasse dich, Tür. Oh. Hallo? Hallo? Hört mich wer? Was willst du? Ich will hier raus. Vergiss es. Wie redet der denn mit uns? Aber so einfach lassen wir uns nicht abspeisen, stimmt's? Können wir nochmal mit ihm reden? Hey, hallo! Mach nicht so einen Lärm da drin. Was willst du? Oi, oi, oi. Wo bin ich hier? Schätzchen, wenn ich jedem Irren das beantworten würde, könnt ihr nicht einmal mehr zum Klo gehen. Hör zu, Süße. Ich werde nicht fürs Reden bezahlt. Ist noch was? Ja, einiges. Wer bin ich? Der mit Abstand nervigste Patient, den ich je bewachen musste. Patient? Bin ich denn krank? Ich fühle mich nicht krank. Hör mal, Süße. Du bist in einem Raum mit gepolsterten Wänden. Beantworte dir die Frage einfach selbst. Ich bin nicht verrückt. Stimmt's nicht, Harvey? Genau. Sie ist nicht verrückt. Hörst du? Harvey stimmt mir zu. Ja, alles klar. Ihr seid schon ein ulkiges Paar. Ihr zwei. Ist voll so, weiß ich nicht. Warum kann ich mich an nichts erinnern? Das werde ich bestimmt nicht noch einmal erklären. Nur damit du es nach der nächsten Behandlung wieder vergisst. Ach komm schon. Warum ist es so heiß hier drin? Oh, das liegt wohl daran, dass die Klimaanlage aus ist. Was denn für eine Klimaanlage? Hier ist keine Klimaanlage. Denkst du etwa, der Doktor ist so verrückt, dass er dir einfach so einen offenen Lüftungsschacht in die Zelle baut? Ja. Die Klimaanlage ist natürlich unter den Polstern versteckt. So, so. Eine Klimaanlage unter der Polsterung. Das ist natürlich weitaus intelligenter. Gut zu wissen. Stellst du mir bitte die Klimaanlage an? Mal sehen. Wenn du dich ab jetzt ruhig verhältst, dann vielleicht. Später. Was ein Arsch, ey. Lass mich raus. Das ist ein Notfall. Oh, wirklich? Ja. Ich muss mal. Ah, der gute alte Ich-muss-mal-auf-die-Toilette-Trick.
Ein Klassiker. Denkst du ernsthaft, man wird Wächter in einer Irrenanstalt, wenn man auf die einfachsten Tricks reinfällt? Und was ist, wenn ich wirklich auf die Toilette muss? Ja, ja, sehr gut. Ich muss jetzt wirklich ernsthaft dringend auf Toilette. Nicht mit mir, Schätzchen. Ach komm schon. Ich muss jetzt wirklich ernsthaft dringend auf... Nicht mit mir, Schätzchen. Okay, mit Rechtsklick überspringe ich, es tut mir leid. Mir ist ein wenig schwindelig. Tja, das kommt bestimmt von der schlechten Luft da drin. Ich könnte jetzt natürlich aufstehen, zum Schalter der Klimaanlage laufen und für ein wenig Frischluft in deiner Miefbude sorgen. Vielleicht bleibe ich aber auch einfach hier sitzen. Der Typ ist so ein Arsch. Es ist viel zu heiß hier drin. Du hältst das schon aus. Nein. Ich habe Hunger. Essen gibt's um 6. Schade, dass du wieder nur Wasser und Brot bekommen wirst. Heute ist nämlich Wünsch dir was Tag in der Kantine, weißt du? Oh. Ich muss nachsehen, wie das Wetter wird. Nun, die frühe Herbstsonne steht heute tief an einem orangefarbenen Himmel. Die Luft ist so klar, dass sich das Licht in der Ferne funkelnd an den Bergen bricht. So um die 18 Grad Celsius. Es ist ein richtig schöner Tag da draußen. Aber du wirst ihn nicht zu Gesicht bekommen. Was ein gemeiner Boy, ey. Oh, ich hab mich geirrt. Doch kein Notfall. Umso besser. Noch was? Mir ist aufgefallen, wie gekonnt du diese Tür bewachst. Das ist dir wirklich aufgefallen, nicht wahr? Dann hast du bestimmt auch bemerkt, dass ich meine ganz eigene Technik habe. Die habe ich auf dem letzten Turnier entwickelt. Yep. Oha. Dann bist du sicher ein berühmter Sportler. Spielst du in einer Mannschaft oder so? Oh. Ich spiele Golf. Minigolf. Yep. Ui. Ja, kannst du sehen, kannst mich raus und mir was vorgolfen. Ist das jetzt positiv gemeint oder negativ? Minigolf. Mir wird ganz duselig. Und du hast allen Grund dazu, okay, positiv. Schätzchen. Weißt du was? Ich stell dir die Klimaanlage an, dann kannst du dich ein wenig abkühlen. Oh, das ist aber nett von ihm. Okay, wir benutzen jetzt einfach mal das Stuhlbein. Das ist ein Stuhlbein. Ah. Mal sehen, wie abschraubbar dieses Stuhlbein wirklich ist. So, den Anfang kenne ich noch von dem Spiel. Ich habe das nämlich schon mal ein bisschen angespielt. Und jetzt haben wir das Stuhlbein, ja genau. Jetzt können wir das doch einfach mal mit Harvey benutzen. Guck mal, Harvey. Ich habe ein Stuhlbein abgeschraubt. Du bist ein Genie, Edna. Wenn es doch nur eine scharfe Kante hätte. Achso, wir können... Oh. Aber wir können das wieder abschrauben. Ah, ist ja interessant. Stuhlbein. Komm schon, gib mir Stuhlbein wieder. Hä? Benutzen. Stuhlbein. Danke. Mit Tisch. Ups. Ich habe mein Stuhlbein kaputt gemacht. Yeah, Baby. Nehmen wir die Bude auseinander. Jetzt haben wir ein spitzes Stuhlbein. Können wir das damit eigentlich... Sag Hallo, Stuhlfried. Okay. Hallo? Sag doch was! Oh nein, ich habe meinen Freund Stuhlfried Stuhlbein getötet. Oh, Edna. So, ich glaube, es gibt ein Achievement dafür, dass wir jedes Polster aufschlitzen. Deswegen werde ich das jetzt einfach mal machen. Kann sich nur um Stunden handeln, Leute. Weil hinter einem Polster, haben wir ja gehört, ist das, ist die Klimaanlage und das müssen wir jetzt natürlich finden. Hier oben können wir die Polster nicht nutzen. Okay, können wir nur noch diese drei da oben nutzen. Alles klar. Einfach weitermachen.
Vielleicht gibt's hier wirklich ein Achievement, ich weiß es nicht. Ich habe mir die ganzen Achievements nicht angeguckt, aber ich könnte es mir vorstellen, wie gesagt. Also, es könnte natürlich alles möglich sein. Holster. Da oben, die Polster können wir nicht mehr nutzen. Können wir hier an der Seite noch? Nein. Aber in der Tür vielleicht noch? Nimm dies, widerwärtiges Ausschlussinstrument. Schade. Kein Kratzer. Okay. Nur noch 6. Jetzt nur noch 6. Ich glaube, der war... Der Lüftenschacht war da. Glaube ich. Bin mir aber nicht mehr ganz sicher. So, ich hoffe, ich mache wirklich... Oh nein, da ist der Lüftungsschacht, okay. Da kommt ein Luftzug durch diesen Spalt. Was haben wir... Haben wir unten? Nein, können wir nicht, okay. Ich dachte, das da unten können wir vielleicht... aufschlitzen oder so. Nochmal mit luftigen Spalt? Ah! Reden mit... Oh, das können wir nicht. Was? Schraube. Ansehen, Schraube. Ohne Werkzeug kriege ich die nicht ab. Damals hättest du das gekonnt. Wie meinst du das? Damals hättest du die Schrauben lösen können. So meine ich das. Oh. Ah, ihr habt es also soweit geschafft. Ja, noch seid ihr nicht ganz draußen, aber immerhin habt ihr schon mal den Ventilator gefunden. Ja, hier ist auch ein guter Screen, um euch aufzumuntern, Harvey mit allem auszuprobieren. Beziehungsweise mit allen Gegenständen zu sprechen. Sprecht doch zum Beispiel einfach mal mit den Schrauben. Das ist ja einer der großen, ich weiß gar nicht, warum ich es gemacht habe, aber dass Edna mit allen Gegenständen sprechen kann, alleine die Möglichkeit, die das Interface einem bietet, hat mich halt irgendwie veranlasst zu sagen, ja, dann muss, eigentlich sollten die ganzen Sachen ja auch antworten. Und in den meisten Fällen antwortet natürlich Harvey, der seine Stimme verstellt und halt mit der Stimme des Gegenstandes spricht. In diesem Fall den Schrauben. Und so klingt ein Dialog mit Schrauben. Es tut mir leid, ich kann jetzt schon mal vorweggreifen. Wortspiele wie, ey, Schraube, mach dich locker, sind dem Sachverhalt geschuldet, dass Wortspiele mit Schrauben halt auch begrenzt sind. Und ja, trotzdem viel Spaß. Was? Schraube, mach dich locker. Reden mit Gitter. Sesam, öffne dich. Das war wohl der falsche Spruch. Also wir können auch schon mal... Hallo, kleiner Ventilator. Möchtest du eine Banane? Was? Ich habe leider keine Banane für dich. Ja, wir können Harvey mit allem reden lassen, wie es aussieht, okay. Yo, Schraube! Jo mich nicht an, das Objekt. Ey, Schraube, bleib mal locker. Das ist so dumm. Es ist zum Heulen, Harvey. Ich bekomme diese Schrauben nicht auf. Ach, solche Schrauben isst du doch zum Frühstück. Als du klein warst, hätten die dich nicht aufgehalten. Wie meinst du denn das? Naja, früher hattest du einige coole Tricks drauf. Konnte ich mit brennenden Kettensägen jonglieren? Das wohl eher nicht. Aber ein paar dämliche Schrauben waren nie ein Hindernis für dich. Ich war sicher super lässig als Kind. Was weißt du noch? So funktioniert das nicht. Vergiss nicht, ich bin nur eine Projektion deines Unterbewusstseins. Nobody's perfect. Ich kann dir auf die Sprünge helfen. Aber dazu musst du mir Sachen zeigen, die dich an deine Kindheit erinnern. Wie die Schrauben? Exakto, Lucci. Und dann? Dann tempomorphe ich uns in die Vergangenheit. Alles klar. Cool. Mann, ich dachte, ich kann alle Antwortmöglichkeiten wählen. Ich hätte mir sonst alle durchgelesen, verdammt. Aber ihr könnt ja auf Pause machen, um alle durchzulesen. Was meinst du zu diesem Gitter, Harvey? Es muss einen Weg geben, da durchzukommen. Go, Edna, go! Go, Edna, go! Nein, Harvey ist mein bester Freund. Okay, dann will ich aber nochmal mit Harvey mit allem reden. Geh zurück zur Zelle, danke. Hey Harvey, willst du Notaufnahme spielen? Nur wenn ich der Chirurg sein darf. Dann lieber nicht.
Du solltest Innenausstatter werden. Würde ich auch so sagen. Hey, komm mir damit nicht zu nahe. Das sieht so aus, als könnte es wie Butter durch Gewebe schneiden. Randale! Yippie! Okay. Raste komplett aus. Kannst du mir helfen, diese Tür aufzubekommen? Klar. Ich hol nur gerade mein Schweißgerät. Im Ernst, es muss einen Weg geben, hier rauszukommen. Vielleicht kannst du dieses Gitter durchnagen. Leider nein. Meine Zähne sind aus Frottee. Alles klar. So, ich bin gerade überlegen, ob ich die Aufnahme komplett durchziehe, aber ich habe eine Nachricht bekommen bei Discord. Deswegen würde ich sagen, wir beenden hier erstmal den ersten Part. Seid darauf gespannt, was euch noch alles erwarten wird. Mir geht's genauso. Also ich bin auch gespannt, was mich noch alles erwarten wird. Ich kenne einige Kleinigkeiten. Ich weiß jetzt nicht in jeder Situation, wie man was machen soll oder machen muss. Aber ich weiß, dass wir mit vielem interagieren können und ja. Ich hoffe, euch hat diese Folge erstmal gefallen. Wenn ja, lasst eine Bewertung da. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein.